Also wir haben Moses und Tabs gesehen. Und ich wüsste jetzt gerne so, kann man eigentlich Graffiti verbieten, erlauben? Also es gibt jetzt unterschiedliche Tendenzen. Telekom hat jetzt gesagt, man darf die Kästen anmalen, wenn man sich vorher genehmigen lässt etc. Ja, wie findet das die Community? Und würde man vielleicht Graffiti-Sprayer dazu bekommen, ganze Züge auch kunstvoll anzumalen, wie wir das jetzt hier so sehen? Also natürlich kann man Graffiti verbieten, denn es ist ja verboten, größtenteils. gleichzeitig kann man es auch erlauben, denn es ist ja auch an manchen Stellen erlaubt, also nicht zuletzt hier, wenn auch in einem etwas kontrollierteren Rahmen, aber auch an freien Wänden draußen, also den echten Hall of Fames, wo es ja dann eben erlaubt ist. Hm. Also ich war auch schon Zeuge von Projekten, die in Brasilien von den sehr bekannten brasilianischen Künstler Brüderpaar Os Gêmeos organisiert wurden. Die haben in Brasilien, in verschiedenen brasilianischen Großstädten, also wirklich auch durch ihre Bekanntheit als Künstler und durch gute Connections zu der Politik, also es geschafft, die lokalen U-Bahn-Betreiber dazu zu bringen, also sie wirklich an im Betrieb befindliche U-Bahn-Züge heranzulassen, um dort wirklich also komplette Züge mit Fenstern alles zu bemalen, die dann auch in den Service gingen. Also das wurde dann auch nachher als Projekt bejubelt und ähnliches. Also sowas gibt es, da gibt es rare Beispiele, wo sowas auch stattgefunden hat. Wirklich freigegebene Züge wie so eine Hall of Fame gibt es äußerst selten bis fast nie. Ich glaube, es gab mal ein paar wenige alte U-Bahnen in Bukarest, die, wo es erlaubt war, aber nicht über die Fenster zu machen oder zumindest geduldet war. Solche Spielereien oder konzeptkunstartigen Ansätze wie von Moses und Tabs, die wir hier jetzt besprochen haben, funktionieren natürlich nur in einem Rahmen, wo es illegal ist und wo es auch dieses Verbot auch recht konsequent aufrechterhalten wird. Und eigentlich dieses Spielen mit diesem Sauberkeitsfanatismus ist natürlich eine Art von neuartigem Auswuchs des Graffiti, der sich nur daher entwickelt hat, dass auf der anderen Seite bei den Zugbetreibern so eine Art Reinheitsfanatismus besteht. Denn zum Beispiel in den Zeiten, wo in New York in den 70er, 80er Jahren die ganzen U-Bahnen erstmal über eine Dekade komplett besprayt waren, auch wenn es nicht erlaubt war, hätte sich so etwas natürlich nie entwickelt. Hm. Danke. Danke, ich kann mich nicht anschließen. Danke dir. Ja, danke euch.